Manche glauben, die größte Bedrohung Amerikas... Diese Drogenkartelle repräsentieren eine eindeutige und direkte Gefahr für die nationale Sicherheit der Vereinigten Staaten von Amerika. Geht von anderen Nationen aus. Manche glauben, die größte Bedrohung Amerikas... Die Art von Maßnahmen, die ich vorschlagen würde, ist die Art von Maßnahmen, die ich nicht vorschlagen darf. Droht von innen. Noch 2 Minuten bis zum Zielpunkt. Sieht so aus, als hätten wir jetzt unseren eigenen Krieg. Harrison Ford ist Jack Ryan. Ich berufe Ryan zum stellvertretenden CIA-Direktor. Der Antrag besagt, dass sich unsere Unterstützung nur auf Versorgung und Beratung beschränkt. Er weiß nicht, was da läuft, Bobby. Also, keine Truppen, ja? Keine Truppen. Er muss überhaupt nichts erfahren, er wird auch nichts erfahren. Die Verfassung, auf die er den Eid geleistet hat, ist in Gefahr. Vor knapp einer Stunde wurde die Ranch von Enrique Rojas durch eine Explosion fast völlig zerstört. Sie haben gesagt, es würde ein chirurgischer Treffer. Da wird gerade ein Kind rausgetragen, live im Fernsehen. Da will sich jemand profilieren. Sie sehen alles nur in Schwarz-Weiß. Nicht Schwarz-Weiß, sondern richtig oder falsch. Die Ehre, die er zu verteidigen hat, steht auf dem Spiel. Ich habe Angst davor, noch tiefer zu graben. Denn keiner wird mögen, was ich finde. Wollen Sie was über Politik in Washington wissen? Das kann ich mit 4 Worten erklären. Vertrauen Sie keinem, Jack. Er kommt zu Ihnen. Allein, sobald Ryan aus dem Weg ist, sind wir wieder im Geschäft. Die Verfilmung des Tom Clancy-Bestsellers Der Schattenkrieg. Es sind unsere Truppen, Jack. Das wusste ich nicht. Sie wissen, dass ich das nicht wusste. Harrison Ford. Sie waren vor dem Kongressausschuss und Sie haben das Geld besorgt. Sie waren vor dem Kongress und Sie haben nie den Kongress belogen. Willem Dafoe. Ich nehme den nächsten Flug. Ich werde ihn töten. Ann Archer. Bist du mit weg, Daddy? Pass auf dich auf. Und James Earl Jones. Sie haben einen Eid geleistet. Sie haben Ihr Wort dem Volk der Vereinigten Staaten gegeben. Wer hat das autorisiert? Ich denke, es ist an der Zeit, unsere Mission zu beenden. Nun, dann sollte sie beendet werden. Ich werde nicht zulassen, dass Sie Ihr Andenken beschmutzen, indem Sie vorgeben, nichts davon gewusst zu haben. Wie können Sie es wagen, in mein Büro zu treten und mich anzubrüllen wie irgendein Hinterhof-Junkie? Ich bin der Präsident der Vereinigten Staaten. Wie können Sie es wagen, Sir? Paramount Pictures präsentiert. Den Thriller des Jahres. Das Kartell.